Jetzt. Ja. Gegen diesen Text wird nun antreten, bitte klatscht sie sehr, sehr warm auf diese Bühne, Fatima! Oh, da kennt sich jemand aus, großartig, dankeschön. Oh, man sieht euch auch, krass. Ah, hi. Oh Gott. Okay. Ja, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen beim Megaslam gegen Rainer Holl, gegen meinen Dortmund-Brudi. Kurz zu mir, wenn ich Menschen kennenlerne, kriege ich ganz oft den Kommentar, ach Mensch, du siehst ja gar nicht aus wie eine Fatima. Ich weiß dann immer nicht, ob das ein Kompliment ist oder eine Beleidigung und sage dann, danke, du siehst auch nicht aus wie eine Kartoffel. So viel zum Thema Vorurteile. Habt ihr das Video gesehen mit Frau Merkel, die dem Mädchen, die es streichelt? Hat sie mal nicht gesehen? Frau Merkel tröstet ein Mädchen, dessen Asylantrag wahrscheinlich nicht gewährt wird. Die wahrscheinlich ausreißen muss. Ach so, und ich wollte aber noch für die Podfiction-Fraktion einen Witz machen. Und zwar, was ist süß und geht durch die Wüste? Ein Karamell. Politik und andere Streicheleinheiten. Die Kanzlerin spricht mit Jugendlichen. Die Kanzlerin erklärt, warum Rehm, obwohl sie gut Deutsch spricht, wahrscheinlich nicht in Deutschland bleiben kann. Rehm ist zuerst gefasst und beginnt dann zu weinen. Die Kanzlerin bemerkt es. Sie hört auf zu sprechen, sie geht zu dem Mädchen und versucht es zu trösten. Ja, sie macht es nicht besonders geschickt. Ja, auch das Wort streicheln ist nicht perfekt gewählt. Die Kanzlerin soll mehr Herz zeigen, sagen viele im Internet und sind schockiert. Aber ich frage mich, einen Menschen zu trösten ist herzlos? Ich frage mich, hätte sie lügen sollen? Hätte sie lügen sollen und sagen, ja okay, ja gut, jetzt guckst du so süß, na gut, überredet. Was hätten dann die anderen 1000 Menschen gesagt, die auf die Bearbeitung ihres Antrages warten? Was soll sie sagen? Unsere Gesetze funktionieren so, aber okay, bei dir mache ich eine Ausnahme. Man kann vom Asylrecht in Deutschland halten, was man will, aber Schönreden funktioniert bei Gesetzen nicht. Da finde ich ehrlich sein irgendwie besser. Ich glaube durchaus, dass wir noch viel mehr tun müssen. Mehr Geld ausgeben für Menschen in Not, mehr Raum schaffen, mehr Leute einstellen, damit die Asylanträge schneller bearbeitet werden können. Denn das Recht auf Asyl, das ist doch ein Menschenrecht. Und das haben wir als Demokratie verdammt nochmal durchzusetzen. Es läuft so viel schief. Aber statt zu sagen, du Merkel, du bist herzlos, weil du leider ehrlich sagst, wie es nun mal gerade funktioniert. Statt es sich so einfach zu machen, kann man es machen wie Pauline. Man kann einfach mal Kuchen backen, Seifenblasen kaufen und zur nächsten Asylbewerberunterkunft gehen und die neuen Nachbarn begrüßen und sie willkommen heißen. Es gibt so Sachen, die funktionieren und Sachen, die funktionieren nicht. Letztes Wochenende hat ein Unbekannter auf eine Asylbewerberunterkunft in Böhlen bei Leipzig geschossen. Einfach so. Aber es gibt viele Menschen, die einfach ehrenamtlich mit zu Behörden gehen und helfen, diese Anträge auszufüllen. Vorgestern Nacht gab es einen Brandanschlag auf eine Unterkunft in Reichertshofen in Bayern. Und in Berlin spielen Sportvereine mit Flüchtlingen Fußball. Nein, es läuft bei weitem nicht perfekt. Wenn Erstanlaufstellen überfüllt sind, wenn Menschen ihr Leben riskieren müssen, um überhaupt herzukommen. Wenn Menschen abgeschoben werden, weil sie angeblich nicht so arm dran sind wie andere. Aber die Politik sitzt doch auch nicht da und dreht Däumchen. Es wird nach Räumen gesucht, die Kommunalpolitiker reden sich die Münder fusselig und planen Standorte und dann kommen Bedenken von den Bürgern wie wenn da eine neue Unterkunft neben dem Schwimmbad gebaut werden soll. Da gibt's dann zu wenig Parkplätze. Zitat, schon jetzt kommt man bei schönem Wetter kaum an den kreuz- und quer geparkten Autos der Badbesucher vorbei. Oder eine andere Stimme, die Unterkunft lieber etwas weiter weg haben wollen würde, da hinten. Bei der Autobahn, da ist doch noch Platz. Ich frage mich, was genau war jetzt nochmal herzlos? Es läuft ganz und gar nicht perfekt, wenn Erstanlaufstellen überfüllt sind, wenn Menschen ihr Leben riskieren müssen, um überhaupt herzukommen, wenn Beamte hilflos und überfordert sind.
Aber ich wundere mich. Ich wundere mich, dass Merkel herzlos ist, während Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban explizit sagt, er wünsche sich keine weiteren Migranten mehr in Ungarn. Er sagt, wir wollen Ungarn haben, so wie es ist. Denn mit Kriegsflüchtlingen aus Syrien setzt man sich der Gefahr von Terroranschlägen aus. Ja, ich nehme auch immer. Ich nehme immer meinen Bombengurt mit, wenn ich gezwungen werde, meine Heimat zu verlassen und dann wochenlang unterwegs bin. Und in Polen leben jetzt ungefähr 300 syrische Kriegsflüchtlinge. In Deutschland sind es 25.500, in der Türkei sind es 790.000, im Libanon 1,1 Million. Und ich will jetzt kein Sovi-Referat halten, aber ich meine, das ist doch wichtig. Ich meine, das muss man sich doch mal vor Augen halten. Und richtig gerne. Mag ich auch den Präsidenten von Tschechien, Miloš Zeman, der wünscht sich keine Muslime in seinem Land und sagt, ein gemäßigter Muslim, der ist so widersprüchlich wie ein gemäßigter Nazi. Gestern war übrigens Zuckerfest, das muslimische Weihnachten. Ist einer von euch muslimisch? Okay, dann wünsche ich dir, dass du jedes Jahr im Guten bist und gesund bleibst. Und allen anderen wünsche ich fröhliche Weihnachten. Wer hat nochmal gesagt, wir leben auf Kosten der dritten Welt und wundern uns, dass das Elend anklopft? Ist ja auch schon so lange her, dass es bei uns so war. Ewigkeiten vorbei, ne? Ich meine, jahrzehntelang vorbei, Jahrhundert. Nein. Das ist 70 Jahre her, mehr ist das nicht. Und nach dem Zweiten Weltkrieg waren allein 14 Millionen deutsche Menschen auf der Flucht und weitere 12 Millionen ehemalige KZ-Insassen. Und ich meine jetzt irgendwie KZ, Bürgerkrieg, Folter, Armut. Wir sitzen hier und es ist trocken und relativ warm und draußen ist so Frühling. Wer gibt uns das Recht zu werten, zu urteilen, welcher Mensch es jetzt nötiger hat? Und ich will um Gottes Willen oder um Allahs Willen oder um, weiß ich nicht, ich will nicht Angela Merkel und die CDU in Schutz nehmen. Aber ich wundere mich. Ich wundere mich, dass sich so viele Menschen aufregen, wenn Angela Merkel jemanden tröstet, aber dass so wenige mal das Asylbewerberheim nebenan besuchen oder die Petition vom syrischen Protestcamp am Bahnhof unterschreiben. Es ist immer einfach, sich aufzuregen. Vor allem, wenn so ein praktisches 1 Minute 30 Video im Internet kursiert. Aber ich finde halt, wir sollten es uns nicht so einfach machen. Dankeschön. Fatima!